Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Heute werden wir versuchen, Stasegewehr und Koop zu spielen, abzubauen. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Das sind die Überlebenden. Wir wurden gejagt. Okay, habe ich noch eine Nachricht? Nö. Ist ja nichts zu wissen. Gut, wir wollten bauen. Batterie und Titan, das ist easy. Eine Batterie. Und ein Titan. Schubkanone. Ich hätte nicht da meine Hand reingesteckt. Das ist ja geil. Komm her. Das ist cool. Damit kann man gut auf jeden Fall Dinge tun. Das gefällt mir schon mal. Das ist ein nützliches Item. Das ist cool. Na gut, dann gibt es jetzt erstmal einen Fisch zum Essen. Bin zwar satt, aber egal. Das erleichtert so vieles, muss ich sagen. Okay. Als nächstes dann das Stasegewehr. Lässt physische Objekte erstarren. Ich sehe da jetzt keinen großen Nutzen drin, aber wir bauen es trotzdem mal, Computership. Ich habe keine Zeit. Oh Gott, Kupferdraht. Ja gut, dann bauen wir es erstmal nicht. Ja gut, ich habe jetzt hier so ein hübsches Stasegewehr, womit ich eigentlich gut arbeiten kann. Das gefällt mir. Man braucht zwar sehr viel Platz und so, ne? Aber ja gut, passiert. Gut, dann halt keine Torpedos für uns. Ich brauche diese Scheißtür. Oh Gott. Na ja, gut, dann versuchen wir mal bis zum Raumschiff durchzudringen. Wir brauchen diese Daten, die noch da drin sind. Na ja, gut, schade, dass wir keine Koordinaten finden oder was mit den anderen passiert ist. Ich meine, wir wissen es in etwa. Immerhin haben sie da gehaust. Aber da waren ja nur die Seeschlangen, ne? Stand nicht, dass sie gestorben sind. Zumindest nicht an den Seeschlangen. Oh ja, was soll's. Wir schwimmen mal hier entlang und wenn wir ein anderes Loch finden, werden wir da erstmal reingehen. Ich glaube nämlich nicht, dass dieses Raumschiff, was wir da gesehen haben, wirklich das letzte ist. Das Problem ist nur, dass wir da gegen einen dieser Leviathane ankommen müssen. Gegen diesen Fischi-Typen. Rochen. Gegen diesen Urrochen. Dann gibt das Ganze auch Sinn, dass die da Rochen haben und dass da dieser Urrochen auch ist. Passt ja irgendwo alles zusammen, ne? Na Mädels? Seid ihr auch so gehypt wie ich? Ich will diese gelbe Karte haben. Wenn ich die kriegen würde, wäre schön. Könnten wir nämlich da rein. Aliens. Da können wir die Predator aufhalten. Sorry. Ich glaube, das Schiff hatte nicht viel, ne? Ach so, das ist das Schiff. Ah.
hoffe, ich bin richtig. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier sind die schwimmenden Inseln. Hier sind die bekannten Schreie. Oh, eine Nachricht haben wir auch bekommen. Ja, das bringt mir gar nichts hier drin. Wollte ich nur mal anmerken. Ich weiß nicht, ob wir dieses Alien-Schiff wiederfinden. Wir haben auch keine Signalboje, was echt kacke ist. Ich wette, hier ist jetzt eine Signalboje drin. Nur Stasi-Gewehr, schade. Mir fehlt ja auch noch so viel, weißt du? Das ist das Seltsame daran. Ich meine, mir fehlt der Zyklop. Mir fehlt die Signalboje. Oh, okay. Doch aktiv. Fehlt einfach so viel. Weiß nicht, ich glaube, ich finde nicht mehr dahin. War eine einmalige Sache. Ich hätte auch am Rand entlang schwimmen können, ne? Hätte ich es bestimmt. Naja, gut. Das war ja eher Zufall. Ich bin ja geflüchtet. Irgendwo in ein Loch reingeflüchtet. Nee, da gehe ich zurück. Ich will ja nicht zurück, ich will nach vorne. Ich bin ja da nur angekommen, weil ich geflüchtet bin. Aber es muss hier in Richtung Süden sein. Es muss hier irgendwo sein. Okay, wo ist Süden? Nee, Norden. Wir müssen Richtung Norden. Das war übrigens nicht nett, mich zu stoßen. Ich muss hier nämlich gleich kurz raus und reparieren. Ich hoffe, ich bin hier in Sicherheit. Ja, nö. Oh, nö. Nö, nö, nö. Versuchen wir ein bisschen aufwärts zu schwimmen. Bisschen mehr an die Oberfläche, da können wir kurz reparieren, weil 61%, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und wenn Mr. Oberkackbratze kommt, bin ich am Arsch. Ich denke, hier kann ich in Ruhe reparieren. Richtung Norden, Richtung Norden. Massive energy signature in the region. Cannot identify. Wir müssten jetzt hier angekommen sein, ne? Ja, hier muss es irgendwo weiter runter gehen. Bingo. Wahrscheinlich ist es hier einfach nur ein anderes Schiff noch oder so. Sind hier bestimmt falsch. Ey, weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir ankommen. Ja, danke, Spiel. Du mich auch. Ich sehe auch diese Wasserlachen nicht. Wir sind irgendwo anders. Ach, hätte ich doch nur Signalbojen gehabt. Hätte, hätte, Fahrradkette. So ist das Leben. Jetzt muss ich suchen. Das kommt mir bekannt vor. Wir sind richtig. Und mein Mausakku neigt sich dem Ende zu. Wir sind in Sicherheit, solange die Oberkackbratze nicht kommt.
Hört auf mit den Geräuschen. Jetzt müssen wir noch den Wasserfall finden. Und dann haben wir es eigentlich. Wir müssen noch einmal ganz, ganz tief runter. Ich glaube, wir haben es gefunden. Weißt du was? Hier scheine ich ziemlich in Sicherheit zu sein. Flüssigkeitsaufnahme. Ja gut, solange ich in Sicherheit bin, sollte ich das auf jeden Fall machen. Vital signs stabilizing. Okay. Die Oberkackbratze ist hier irgendwo. Wir müssen aufpassen. Er hat sich wahrscheinlich nicht wegbewegt. Da ist das Skelett mit Hähnchen. Wir müssen noch irgendwie auf die andere Seite schwimmen. Da ist bestimmt auch noch irgendwas. Und wir sind dann hier links lang, ne? Ne, wir sind nicht zum... Ah, da müssen wir auch nochmal gucken. Dann gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ja, die Oberkackbratze ist gar nicht hier. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ihr es nicht so drauf habt. Von daher kommt mir nicht an mit eurem komischen Geschrei. Ihr seid Billokram. Nicht, wenn ich aussteige. Für Kupfer hat sich voll gelohnt. Oh. Mach das nie wieder für Kupfer. Weil ich weiß ja nicht, was drin ist, von daher. Okay, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit hier zum Erkunden. Oder auch nicht. Ernsthaft. Jetzt ist der hier vorne. Jetzt haben wir ein Problem. Ist er weg? Ich hoffe schon. Integrating new PDA data. Proben, Forschungsdaten. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in diesen fremden Einrichtungen aufbewahrt wurden. Einige Einträge konnten übersetzt werden. Ich muss schnell lesen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und hier bin ich in Sicherheit. Kleiner Pflanzenfresser-Kappa. Dieser Eintrag scheint sich auf den gewöhnlichen Glubscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Zeigt eine Rückbildung der Symptome bei Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittene Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Hier schwimmt doch ein Fisch rum, der scheint immun zu sein. Wieso kommt da niemand drauf? Ausgewachsenes Exemplar, da ist der Fisch. Ausgewachsenes Exemplar für Studien in Behältern zu groß. Eier aus Nestern entnommen. Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität. Tod tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Probe von Eiern für weitere hochpriorisierte Erforschungen der Blutvorgänge der Leviathaner aufbewahrt. Deswegen haben sie die Leviathaner gejagt, um zu gucken, ob sie immun sind. Großer Fleischfresser Theta. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion, aber physikalische Überreste erwiesen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unidentifizierter Leviathan. Diese Leviathan-Art wurde mit der Bezeichnung Seeimperator versehen. Knochenproben zur Kara-Immunität. Einzelnes Exemplar für Studien in nur zu diesem Zweck gebauten Sicherheitseinrichtungen untergebracht. Errichtet in der Vulkanregion in 1,4 Kilometer Tiefe. Na gut, so weit kommen wir mit unserem Bötchen leider nicht.
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich das Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach Heilmitteln zu finden. Aber so tief komme ich nicht. Und Vulkanregion. Ist das hier nicht die Vulkanregion? Scheiße, es ist natürlich jetzt ein bisschen complicated. Ah ja, komm. Kriege natürlich auch keine Koordinaten dafür. Schade. Hätte mich gefreut. Na gut, schwimmen wir mal ein bisschen in die Richtung hier. Gucken, was uns hier erwartet. Oder sind wir hier geflohen in die Richtung? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall da hinten noch ein Skelett, also da würde ich nochmal gerne hin. Wir sind jetzt schon knapp bei den 900 Metern. Müssen echt aufpassen. Da, dieses Exemplar scheint doch komplett resistent zu sein. Es muss sich ja hier in der Nähe befinden, das Viech, ne? Immerhin müssen die auch irgendwie da hinkommen. Ach, die Oberkackbratze ist hier. Scheiße, Mann. Ach, ich sehe, wo das hinführt. Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Scheiße, 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 scheiße. Wir müssen hier höchstwahrscheinlich mit dem Zyklopen hin, ne? Und da hier geht's wieder hoch, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir darunter mit dem Zyklopen müssen. Oh, bitte nicht. Bitte greif mich nicht an. Sehr uncool. Naja, da kommen wir nicht hin. Wir sind mit dem Zyklopen hin oder so. Scheiße. Ich glaube, 900 Meter Tiefe mit dem Ding ist das Maximum, ne? Das ist blöd. Oh, es ist richtig blöd. Okay. Oberkackbratze hat mich in Ruhe gelassen. Aber ich kriege ja keinen Zyklopen zusammen. Und wenn dann... Wenn ich hier mit dem Zyklopen runtergehe, dann werde ich aber zykloppt. Und zwar ordentlich. Und rechts und links. Aber ich weiß ja... Wir müssen mal die Füße stillhalten. Ich weiß ja noch nicht, wie tief unser Krebsboy kann, ne? Vielleicht kommt er ja ein bisschen tiefer. Scheiße. Achso, klar. Drecksgedöns. Ey, jetzt haben wir die Daten. Die haben uns jetzt nicht viel gebracht. Sagen wir es mal so. Wir wissen, dass es da unten anscheinend noch weitergeht. Gut. Und Mr. Oberkackbratze bewacht den Scheiß anscheinend. Auch gut. So eine Geheimwaffe dagegen wäre nicht schlecht. Also, falls ihr was habt, Mr. Aliens, gebt sie mir. So, jetzt ist natürlich da noch ein Weg. Oh, ich glaube, der führt mich auch noch raus. Wir müssen diese gelbe Eintrittskarte finden. Oh, noch mehr Data. Und da schnappt jemand nach mir. Terrain scans indicate this biome contains unusually high concentrations of organic
and fossilized remains. Na, oh, ich sehe schon eine Menge Leviathane. Huch, ich glaube, ich bin zu hoch geschwommen. Es ist ein Schädel. Chillt mal, Leute, chillt mal. Ich bin nur hier, um zu gucken. Ich fasse nichts an. Ja, okay, hier sind nur Geisterhände. Eine Menge Lithium. Verfolg mich doch nicht, Dude. Was soll denn das? Mich halt hier lang. Scheiß Oberkaltbratze. Bewacht hier diesen Ort. Du bist nur eine Qualle, oder? Ach. Hier waren wir. Das haben wir bereits untersucht. Aber hat uns das hier nicht... Moment. Sind wir denn nicht von zu Hause? Der Typ ist ja auch komisch. Wie schwimmt man die Oberfläche? Was war denn das jetzt? EMP? Warum? Beim Schwimmen an die Oberfläche ist klar, von hier unten auf 600 Meter Tiefe. Schwimmen an die Oberfläche, mach mal. Ja gut, wir müssen wohl nach Hause schwimmen, ne? Sorry für Schieß. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Ich meine, das Gute ist, dass wir hier irgendwo neu sind. Zieh dich, Mr. Impeler. Bin schon weg. Ey, die Kaffeemaschine. Könnte ich von hier aus scannen? Oh Gott, scheiße. Ah, ich nehme das mit. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Muss mich beeilen. Normales Doppelbett. Mach bitte mein Gerät nicht kaputt, ich bin sonst am Arsch. Okay, lässt es anscheinend in Ruhe. Aber ich kann noch höher. Okay, wir müssen den irgendwo in Sicherheit positionieren. Komme ich hier rein? Natürlich nicht. Wie komme ich höher? Das ist hier die Frage. Hallo, Mr. Arschloch. Doch, du bist's. Ah, toll. Den EMP-Typen mag ich mehr. Bin ich ganz ehrlich. Oh, eine PDA. Integrating new PDA data. Komme ich jetzt hier auch irgendwie rein?
Da ist noch so ein Tierchen. Ach so. Ach, das ist der Lebensraum Zuchtbehälter. Geil. Ja, jetzt geht's los. Leise. Zyklop-Schildgenerator. PDA. Integrating new PDA data. Oh, das ist auch noch eine PDA-Scheiße. Ah. Gut, hier war ich. Ja, ich freue mich. Ich kann jetzt so einen Zuchtbehälter machen und mir da ein paar Viechers anzüchten. Die gelbe Karte. Orangene Karte. Nice. Alles, was ich wollte. Seeungeheuer Errungenschaft freigeschaltet, okay. Integrating new PDA data. Hier ist noch ein kleines Kreatur, nein, das kennen wir schon. Ja, nice. So spackt meine Maus jetzt rum. Danke. Ich bin dann mal weg. Hey! Okay. Aber hier ist noch ein PDA, ne? Scheiße. Ach, die sind hierher gezogen. Oberkackbratze? Nein. EMP. Oh Gott, die zusammen. Um Gottes Willen! Muss ich jetzt im Zickzack fahren oder was? Ich will doch hier nur ganz in Ruhe erkunden. Was ist dein Problem? Brauche ich hier irgend so einen Schildgenerator dran bauen oder was? Damit die mich in Ruhe lassen. Okay, ich glaube, ich bin sie losgeworden. Ich habe die orangene Karte. Alles, was ich wollte. Ich schäme mich nicht um Krankheiten, wenn ich das Spiel durchmachen kann. Hier geht's wieder runter. Aber nicht der Rückweg, oder? Also nicht der, wo ich lang geschwommen bin. Ich hätte auf den Kompass achten sollen. Verdammt. Oh gut, Zeit was zu trinken. Und kurz zu reparieren. Seek fluid intake immediately. Ich weiß nicht, wieso ich den Schrott hier mitnehme. Okay, Freunde. Wie wir hier rauskommen und was dann zu Hause abgeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Siro. Tschüss.